Papiere, die das Kind jetzt in eine Sitzposition kommt. Mhm. Die Symmetrie der Arme. Ja. Der lässt sich nicht Matti lohnen. Ist 4 Monate alt und topfit. Als Jana Ulmer ihn das erste Mal anfassen durfte, haben ihr vor Aufregung die Hände gezittert. Sie studiert Medizin im 3. Semester an der Uni Heidelberg. Matti wird 2 Jahre lang ihr Patenbaby sein. Mit Unterstützung einer erfahrenen Kinderärztin darf sie den Kleinen abhören. Sie will professionell werden, hä? Das ist die einmalige Möglichkeit, das jetzt schon, bevor man dann mal selbst gleich Kinder kriegt, das schon zu beobachten. Und es dann auch, wir eben schon lernen, die Untersuchung durchzuführen und was da abläuft. Und dass wir da schon Vorerfahrungen haben, das ist ganz toll. Und ja, auch einmalig, dass wir eben diese klinische Untersuchung auch schon mitmachen können und nicht nur in der Theorie lernen. Barbara Zielinska-Nolte ist Kinderärztin in Schwetzingen. Sie erklärt der Studentin, worauf sie achten muss. Zum Beispiel, wie lange Matti es schafft, sich auf seine Mutter zu konzentrieren. Wie lange dauert es? Bis er meckert. Das ist unterschiedlich. Jetzt ist er eigentlich ausgeschlafen. Das könnte jetzt eine Weile dauern. 10 Minuten, 5 Minuten. Unterschiedlich. Das ist sehr schön. Das zeigt, dass das emotional das Kind ausgeglichen ist. Und das sagt schon viel über Mutter-Kind-Beziehung. Ne? Mattis Mutter findet, es gibt zu wenig Kinderärzte. Das Wartezimmer ist immer voll. Wenn Matti seine ganzen 68 cm einsetzt, könnte sich das ändern, hofft Nadine Sperber. Deswegen machen wir das eigentlich, um halt den Kinderarztberuf näher zu bringen und auch vielleicht den Studenten zu zeigen, hey, Kinderärzte sind super. Warum willst du nicht kein Kinderarzt werden? Ja, eigentlich deswegen. Funktioniert das? Ja, schon ein bisschen. Ja, auf jeden Fall. Denn zur Babypatenschaft gehören auch regelmäßige Hausbesuche. So kann die Medizinstudentin erleben, wie der Alltag mit Matti aussieht. Sie lernt seinen Vater und die 3-jährige Schwester kennen und ist live dabei, als Matti seinen ersten Pastinakenbrei probiert. Und Matti hat auch noch keine Zähne. Aber du, Matti hat noch keine Zähne. Ja, und jetzt. Und die muss man immer schön putzen, gell? Der langt ja echt schon. Familie Sperber schafft es mühelos, Janas Herz zu erobern. Ja, es ist eine tolle familiäre Atmosphäre und man wurde sofort herzlich aufgenommen. Und es fühlt sich dann nicht an wie irgendein Projekt, was ich für die Uni mache. Es fühlt sich dann wirklich an, dass ich halt einfach bei Freunden zu Besuch bin. Das stimmt, ja. Wie aus einem befristeten Projekt ein lebenslanges werden kann, zeigt die Geschichte von Juliane und Niklas. Vor 8 Jahren wurde sie seine Babypatin, da war er gerade geboren. Jetzt ist sie Assistenzärztin an der Kinderuniklinik in Heidelberg und Niklas ist ihr richtiges Patenkind. Er ist ein sehr bewegungsfreudiger, mutiger Junge, der einfach ganz viel Lust hat, ganz viel zu machen. Dass Juliane ihn und seine Familie kennengelernt hat, macht nicht nur ihr Leben reicher, es hilft ihr auch dabei, eine richtig gute Ärztin zu werden. Sportlicher?